Spieltag gegen Union Sandersdorf. Und in der dritten Liga sieht es so aus, Groß Offenbach gegen Dresden, Zweiter gegen Dritter, Magdeburg gegen Schalke und Wien-Wiesbaden gegen Duisburg. Mit der neuen Formation geht's rein mit dem 4-1-3-2. Los geht's gegen Union Sandersdorf, nachdem wir schlecht ausgesehen haben und der Abwehr ziemlich viel Gegentor gekriegt haben. Hoffe ich mal, dass wir es jetzt vielleicht im Start der Rückrunde besser machen. Los geht's. Oh, Costa schickt Timo. Hoffe kein Abseits. Kein Abseits. Das ging fix. Langer Abschlag von Wald. Oder kurzer Abschlag von Wald. Usmane nimmt den Ball. Als Art Spielmacher. Auf Costa, der verlängert ihn auf Timo. Und da steht es 1-0. Niklas schickt Timo. 2-0. Also das wird Start, 4 Minuten gespielt, 2-0 gegen Union Sandersdorf. Joa, alles klar. Und macht es auch clever. Macht er auch clever. Und es geht auch genauso weiter. Costa, Timo, an die Latte. Und Wald hat ihn. Er bringt ihn. Costa, 3-0. Der kann nicht gehen, der kann nicht gehen. Costa muss bleiben. Die Mannschaft ist komplett verändert. Wenn man die Spiele von der Vorrunde nimmt. Die letzten Spiele komplett verunsichert gewesen und jetzt mit so einer Leistung. Oh, jetzt wird der Ball mal lang gespielt. Anschlusstreffer 3-1, also geht's hin und her. NKT-Lagerball über die Abwehr, Timo. 4-1. Was ist das für ein Spiel? 18 Minuten gespielt. 5 Tore. Der Brinken, Ziegler. 5-1. Aydin zögert, wartet, dann bringt er die Flanke und Ziegler eiskalt. Ein überragender, da ist er ziemlich alleine und Wald eiskalt. Hier drin Costa. Timo holt 11 Meter. Ziegler darf schießen. 6-1. Und Costa verletzt sich. Nein. Fußverletzung, nein. Timo. Papa Dimitri. Da trifft sogar Papa Dimitri. Der eigentlich nur reingekommen ist, weil Junkers sich verletzt hatte. Also, heute darf jeder mal. Oh, Dimitrio, Aydin. 8-1. Hä? Ist das meine Mannschaft, Jungs? Ist das meine Mannschaft? Die spielen Fußball wie mit einem anderen Stern. Diesmal, die jetzt zweistellig hab, oder was? 9-1 gewinnen wir bei Union Sandersdorf. Nach der Winterpause mit unserer neuen Formation. Es ist der absolute Wahnsinn. Timo mit einer 10-0, Ziegler mit einer 9-4, aber Dimitrio 8-6, Aydin 8-8. What the fuck? 9-1. Ja, wir springen auf Platz 10, haben unser Torverhältnis auf jeden Fall ordentlich verbessert wieder. Costa verletzt, Knöchelvertretung. 5 Wochen bis 2 Monate, das ist bitter. Oh ja, Duisburg hat verloren, 1-0. Timo, Spieler der Woche. So ein Hund, Alter. Na ja, gut. Costa wechselt im Sommer nach Sandhausen. Ach Mann, ey. Ja, aber der nächste, der von uns zu einem großen Verein wechselt, oder sagen wir, höher wechselt. Erst Robbenstedt und jetzt Pedro Costa. Aber der wechselt zum Glück erst im Sommer. Da haben wir nochmal eine schöne Zeit mit Pedro Costa. So, Wörle wechselt nach Nürnberg-Buch. Mach's gut, Markus Wörle. War eine kurze Zeit. Ja, Röder sagt zu, sehr gut. Da ist er, Reinhard Röder. Ein Viertaler geht an Leibas zu Eintracht Emmelslu. Und Erik Stink ist... Erik Stink ist jetzt bei Magdeburg. Er hat ihn wirklich geholt. Das ist Reinhard Röder. Ist jetzt von Framersbach zu uns gewechselt, ablösefrei. Soll die Rechtsverteidigung unterstützen. Magdeburg, zweite Woche. So. Naja, da können wir Urlaub geben, würde ich sagen. Herr Ziegler gegen Frau Ziegler im Sturm. Stimmt. Stimmt. Ja, da werden Geschichten geschrieben, glaube ich. Der gute Jakob, der hat jetzt ein Spiel. Im DFB-Pokal. Gegen die Wölfe im Pokal. Wie sieht's denn da aus, DFB-Pokal? Frankfurt, Bochum, Leipzig, Hoffenheim, Wolfsburg, Dresden, Leverkusen, Stuttgart. Ja, gucken wir mal ins Spiel rein, bedingt, ja. Oh. Hab das Gefühl sogar stark. Wolfsburg führt. Gut, das war's. Das war's. Schade für Dresden, schade für Gilo. Schade, schade.
Auf geht's gegen Magdeburg, zweite Mannschaft. Und in der dritten Liga sieht es so aus, dass Dresden gegen Unterhaching spielt, Bayern zweite gegen Magdeburg und Köln zweite gegen Duisburg. Illertissen darf gegen Köln ran. Auf geht's. Zu Hause gegen zweite Mannschaft Magdeburg. Ich weiß gar nicht, was sie ins Spiel gespielt haben. Wir haben schon wieder früh zwei Chancen gehabt. Jetzt noch Magdeburg mit der Ecke. Oh, abgefälscht. Schwein gehabt. Freistoß Timo. Timo und Pfefferten. Bei ihm. Langer Ball auf Timo. Timo an die Latte. El Azari an die Latte. Junker. Langer Ball auf Timo. Verlängerten. Aydin kriegt den. Bringt rein. Ziegler. Oder ist es? Junker mit langem Ball auf Bobby Timo. Der gewinnt das Kopfballduell. Schickt Aydin damit. Und er bringt ihn in die Mitte auf Ziegler. Und er ist, ja, ist kalt. Oh, Wald hatten. Sehr schön. Döbler. An den Pfosten. Döbler sogar mit Freistoß an den Pfosten. Usmane. Klein. Der legt zurück auf Ziegler. Nee, Latte. Oh. Außen gedrängt auf Krüger. Keiner in der Mitte. Und Walter, den Block mal von Däubler. Timo wirklich hin. Aydin. Ziegler. Timo. Timo! Die zweiten Bälle kriegen. Hier genau das gleiche. Da setzt sich Timo durch und Torhüter keine Chance. Freistoß. Lein. Da gewinnen wir. Weit zu null. Sehr gut. Sehr gut. Torverhältnis auf 0, wir bleiben auf Platz 10. Grimmer, die machen es auch echt gut, gell, mittlerweile. Hemmstetten rausgekämpft. Däuber verletzt sich, Knieverträge 2-3 Wochen, das ist bitter. Und Duisburg gewinnt gegen Köln. Illertissen gewinnt gegen Viktoria Köln, stark. Dresden gewinnt gegen Unterhaching und Magdeburg. Völlige Bayern, na gut, kann man mal verlieren. Wir gegen Fortuna Magdeburg, Duisburg gegen Steinbach, Magdeburg gegen Freiburg 2 und Osnabrück gegen Dresden. Illertissen darf gegen Baden ran. Röder und Sucharek neu drin. Der Rest bleibt so. Wir haben überragend gespielt bisher. Warum sollte man da was ändern? Jetzt gegen Fortuna Magdeburg. Gegen Vorletzten, glaube ich, ist das jetzt. Wollen wir mal Klassenhalt festmachen. Mit 30 Punkten sollten wir durch sein. Los geht's. Offline raus. Ziegler. Oh, Fehler vom Torwart. Und da ist Timo. Timo mit dem 1-0. Papa Dimitriou. Usmane mit langem Ball, Torhüter lässt ihn einfach nur abklatschen und Timo spekuliert am schnellsten. Ziegler an die Latte! Ucharek. Direkt, Ziegler, Lein! Oh. Jungs, traut euch! Oh, Lein, was war denn das? Oh, da packt er das Tackling aus. Oder? Röder erklärt, sehr schön. Röder Siegerfolge. Du hast nicht so lange gespielt, bis ein Tor fällt. Bald, sehr gut. Dritter Sieg in Folge. Nehmen wir mit. Selbst mit der roten Karte jetzt, wo es nochmal eng wurde zum Ende, aber ist mir egal. Und somit, ja, haben wir 30 Punkte voll und ich denke mal, das sollte zum Klassenhalt reichen. So, wir gewinnen und steigen auf Platz 7. Nice. Hey, das ist gut. Aber wie sieht's aus? Duisburg gewinnt. Gegen Steinbach. Eieiei. Und Dresden gewinnt gegen Osnabrück. Macht's gut. Haut rein.